Nun zu einem ganz anderen Thema. Viele Menschen flüchten aus Ländern wie Irak, Afghanistan und Bangladesch, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt, verfolgt, misshandelt werden oder ihnen sogar noch Schlimmeres droht. Im Asylverfahren hier in Österreich müssen sie diesen Fluchtgrund glaubhaft machen. Die Entscheidung liegt bei den Behörden des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Und um diesen Fluchtgrund zu überprüfen, werden den Betroffenen intimste Fragen zum intimsten Privatleben gestellt. Stefanie Leo-Dolter mit Beispielen. Wie oft und wo haben Sie Sex? Ist das Ihr Lebenspartner oder nur Ihr Sexpartner? Wen das etwas angeht, wollen die meisten wohl selbst entscheiden. Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung aus der Heimat flüchten mussten und hier um Asyl ansuchen, müssen das im BFA, im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, glaubhaft machen. Und dort bekommen sie oft genau solche und noch intimere Fragen gestellt. Sie gaben an, dass sie meistens der Aktivere beim Sex sind. Wie zeigt sich das? Ähnlich ist es dem Mann mit dem Rücken zur Kamera ergangen. Er möchte sein Gesicht oder seinen Namen lieber nicht in den Nachrichten sehen. Seine Erlebnisse mit den österreichischen Behörden erzählt der aus Bangladesch stammende in seiner Muttersprache, der Dolmetscher neben ihm übersetzt. Ich war total peinlich berührt. Die Beamten haben mich gefragt, wie ich Sex mit meinem Partner habe, welche Produkte wir verwenden, wer was macht und in welcher Position. Es war furchtbar. Ich hätte das nie von einer Behörde erwartet. Die Problematik ist nicht neu. Übergriffige Fragen und unnachvollziehbar begründete negative Asylbescheide in Österreich haben schon vor ein paar Jahren das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR und internationale Medien irritiert. Die Bundesregierung hat dann per Entschließungsantrag im vergangenen Sommer gelobt, nachzubessern. Geändert habe sich aber nichts, kritisieren die NEOS. Und deswegen haben wir eine Anfrage gestellt, um herauszufinden, welche Maßnahmen wurden denn gesetzt. Das Ernüchternde ist, es hat sich nichts verbessert. Und das finde ich eigentlich fast noch die größere Frechheit als die eigentlichen Missstand. Weil zu sagen, wir tun etwas und dann passiert rein gar nichts, das halte ich wirklich für fatal. Fatal sei auch das Unwissen der Zuständigen im BFA, meinen die Fachleute von Queerbase. Folgende Frage zeige das. Wofür steht LGBT und können Sie einige bekannte LGBT, welche in Wien stattfinden, benennen? LGBT steht für lesbisch, gay, also schwul, bisexuell und transgender Personen. Die Formulierung der Frage lasse also vermuten, dass wer auch immer sie gestellt hat, mit der Thematik wohl nicht sehr vertraut ist. Man sieht hier, dass das Bundesamt einfach fachlich nicht gut genug geschult ist und die Referentinnen und Referenten einfach immer wieder auf so ganz krude Vorstellungen von Homosexualität zurückgreifen und eben auch dann deswegen so sexuell übergriffige Fragen stellen. Laut BFA werde das Schulungsangebot laufend aktualisiert. In den vergangenen 3 Jahren haben 52 von insgesamt 450 Zuständigen an einer entsprechenden Schulung teilgenommen. In der Anfragebeantwortung heißt es dazu außerdem: Eine Verpflichtung zur Teilnahme an spezifischen Schulungen im Rahmen des BFA-Fortbildungsprogramms besteht grundsätzlich nicht. Genau das fordern aber NEOS und die NGO Queerbase. Sie beziehen sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2014, das festhält, dass niemand derartig intime Fragen beantworten müssen soll.